Wir haben heute das neue Update in Brawl Stars mit einem heftigen Shop mit neuen Angeboten, Gratisbelohnung im Posteingang, einem kostenlosen Hypercharge und einem völlig verrückten Bug. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Wir haben einen neuen Trophäenpfad. Wir können Trophäenpfadbelohnung wieder abholen. Oha! Okay, machen wir gleich mal zum Schluss. Was haben wir hier noch? Pass? Ne, das ist nichts Neues. Habe ich, glaube ich, schon alles gehabt. Okay. Erstmal hier. Die Hypercharge Challenge! Ich wusste, dass sie kommt. Da ist sie. Let's go. Was haben wir hier im Shop? Boah, Junge, Junge, das ist richtig geil. Die können wir aber eigentlich erst am Ende kaufen, weil wir kriegen jetzt gleich noch einen zufälligen Hypercharge und dann müssen wir halt, wenn wir nicht wissen, welchen wir nicht kaufen können. Ganz wichtig, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt unbedingt an Creator-Code Jonas im Shop. Ist völlig kostenlos, gerne alle 7 Tage neu eintragen. Würde mich mega freuen, damit ermöglicht ihr auch meinen Content und meine Videos. Also danke. So, und dann holen wir uns hier den Bastelfreund Squeak-Skin für 29 Gems. Ach du Scheiße. Schau mal, wie mein YouTube-Video läuft, weil irgendwie ist es ja auch total verbuggt. Oh, da ist er. Nach 2 Minuten ist der Skin da. Bastelfreund Squeak. Ja, geil. Richtig. Es klappt, es klappt. Wir sind drin. Oh mein Gott, ich habe gesagt, wir müssen nur lang genug warten. Lass mich raten, wir kommen nicht rein. Nein. Ich meine, am Ende können wir einfach noch eins überlassen. Dann kriegen wir das halt einfach kostenlos. Stimmt. Da ist der Hypercharge. Da ist der Hypercharge. Es hat wirklich geladen. Buzzwatch. Buzz kann sein Torpedo mehrmals hintereinander werfen. 25% Tempo, 15% Schaden, 15% Schild. Und wir kriegen noch Slat. Jawoll, es geht doch. Er zerbricht einfach sein Surferbrett. Dann haben wir den Bass-Pin dazu. Und das Icon. Das haben die jetzt schon vorher genervt, weil es zu krass war. Der konnte dauerhaft den Stun einsetzen. Super krasser Hypercharge. Okay, direkt weiter mit Bibis Hypercharge-Paket. Let's go. Nächster Hypercharge erstmal. Bibi, Überladung. In Aus, ins Aus. Nur 5% mehr Schaden. Viel Tempo und Schild dazu. Das ist krass. Dazu hier, das ist das Ding. Die Kaugummi-Blase splittet sich halt so auf, ne, bei ihr. Und das ist Icon. Sehr cool. Muss man nur 10 Minuten für warten. Chillig. Sehr gut. Die hier werden noch angezeigt. Bell ist als nächstes. Bell Hypercharge ist übrigens, dass der Schuss magnetisch ist. Also, dass er an die Brawler rangezogen wird, auch wenn man daneben schießt. Finde ich auch sehr krass. Und wir kriegen den Hypercharge. Bell, magnetisch. Da steht es mal. Bells Schuss folgt automatisch dem nächsten Ziel. Also, jetzt habe ich es verstanden. Mehr Tempo, boah, viel, 26% mehr Tempo, 25% Schaden, 5% eines nur Schild. Ich glaube, sie schauen darauf, dass sie weniger Schild bei Snipern geben und dafür mehr, sie geben, also folgendermaßen, sie geben mehr Schild, nee, sie geben wenig Schild bei Snipern und wenig Schaden bei Nahkämpfern, weil das eben so entscheidend bei denen ist. So scheint es irgendwie zu machen bei den Hypercharges, habe ich es gemerkt, weil die haben auch viele Schadenswerte ja genervt. Die Balance-Änderung werde ich auch nochmal direkt hochladen bald. Und hier das Profilbild. Ist cool, ist cool. Okay, weiter geht's. El Primo hier mit dem Hypercharge. Sollen wir wieder 5 Minuten warten? Let's go. So, El Primo. Gravitationssprung. Oh, das ist auch cool. Dann macht hier den Hypercharge. Dann das hier. Und so eine Faust. Okay, ich glaube, das haben wir alles gekauft bis auf einen. Oh, nee, wir haben noch... Ich will aber Cordelius ziehen. Dann machen wir es hier. Danke für den Euro-Spende auch, Paul. Wichtig. Hyperladung Dorn. Ey, mit dem Hypercharge kann man 30% Schaden am Tresor machen. 25.000 Schaden macht das, wenn du es direkt auf den Tresor wirfst. Habe ich gesehen auf TikTok. Auf Twitter. Bei Ash. Tempo-Schaden, wenig Schild kriegt der. Geil. Dann hier. Der rastet irgendwie, ausrastet. Der wackelt ja komplett mit seinem Kopf. Sprout. Das ist ein cooles Logo irgendwie. Ah, 10 Powerpunkte. Danke. Hat sich ja gelohnt, dafür zu warten, ne? Super. Okay, wir schauen noch gerade mal hier ganz kurz rein. Bronze. Silber. Wieso bin ich Silber gerankt? Keine Ahnung, Mann. Ich bin, glaube ich, gerade Silber in der Teamliga. Ich war schon hier. Ich war hier schon solo. Let's go. Okay. Mecha Crow Pins. Das haben wir alles. Nein, 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 nein. Die Server sind nicht im Start. Oh, RIP. Oh, die haben geladen. Neue Pins. So ein roter Crow Pin auch. Spike Pin, Piper Pin und vieles mehr. Ihr seht, die Server müssen völlig überlastet sein. Das ist crazy. Oh mein Gott. Okay, weitere Sachen. Ich weiß gar nicht, wie ich die einfordern soll. Mach es einfach, komm, ich will die alle haben eigentlich. Nice. Spieler-Icon. Dafür habe ich das alles geladen. Nein, jetzt geht weiter. Noch ein Spieler-Icon, cool. Noch ein Spieler-Icon. Sehr geile Icons wieder. Die kommen alle kostenlos hinzu. Die haben sie jetzt hinzugefügt zu den Paketen. Oh, jetzt kriegen wir es. Neues Spieler-Icon für Ruhm. Mondruhm, glaube ich. Neues Spieler-Icon. Keine Ahnung, was das ist. Auch geil. Erde, keine Ahnung wofür. Rot. Mars oder so. Keine Ahnung. Weiter geht's. Okay. So, hat geladen. Spieler-Icon. Die Erde mit der Hände nach oben. Man kennt sie. Das Stopp-Mars-Schild. Dann
Der Mond mit der Rakete. Was? Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hypercharge Sprout. Verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich. Ich gehe direkt auf ihn drauf. Oh, der hat so ein Hypercharge-Ding aufgeladen. Ich muss weg von ihm. Dieses Board ist auf ihm drauf. Was ist das plötzlich? Junge, die erste Runde. Wie soll ich so meinen Hypercharge jetzt bekommen? Das ist voll unfair. Ich bin in Showdown schon. Ach, Junge. Ich habe nicht mal einen Hypercharge bekommen. Wieso ist es innen drin gespawnt? Wo ist denn dieser... Junge, alle sind gestorben plötzlich. Im Poison wahrscheinlich. Ist da irgendwo so ein Hypercharge-Ding außen? Der hat schon wieder einen Hypercharge. Hä? Der hat den dritten jetzt schon bekommen. Ich will auch so ein Ding. Wieso kriegt er die... Das kann doch nicht wahr sein. Da außen ist eins. Da außen wäre eins. WTF. Der Typ hat... In den Kisten sind Hypercharges. Nein. Ich hab doch eine geöffnet, oder? In den Kisten wären die gewesen. Gott, Match Nummer 2. Wir sind direkt drin. Lol, die haben alle schon ihr Ruhm ausgerüstet. Müssen wir auch nochmal gleich machen. Kisten sind doch Hypercharges, meintet ihr? Wie sind da keine Kisten in der Mitte? Mein Gott, die sind alle AFK. Ich muss die schnell killen. Lass mich verarschen. Das ist die einzige, die nicht AFK ist. Einfach perfekt. Danke dafür. Hypercharge schon mal aktivieren. Da kommt das Hypercharges raus. Ich hab ihn gewastet! Ich hab ihn einfach gewastet, ich bin so dumm. Ich geh einfach auf die Kisten, das geht am schnellsten, denke ich. Ich hab einfach den Hypercharge gewastet. Ich wusste nicht, dass der nicht gilt, wäre nicht. Oh mein Gott. Schnell, 3. Let's go. Kill den Sprout, kill den Sprout. Volltreffer. Ah, ich bin ein bisschen dumm, ich muss ja den Hypercharge. Egal, egal. Sehr gut, sehr gut. Wir haben schon 2 gefarmt jetzt. Ah, oh, Mist, hat schon wieder den Hypercharge. Oh, ich bin markiert, ich krieg ganz viel Schaden jetzt. Wir sind alle AFK, das fühlt sich so unwirklich an, ne? Zack, killen wir die erstmal. Da ist wieder ein Hypercharge. Aber lass erstmal so mal einen Hypercharge aufladen, den nächsten wieder aufpassen. Nice. Das ist wieder Showdown. Jetzt können wir den nächsten Hypercharge noch holen hier unten. Oh mein Gott, hat sich voll gelohnt. Schnell, aktivieren. Junge, ist das geil. Schnell. Ich kann mir noch einen schnell aktivieren. Sind hier irgendwo noch Kisten? Oh, das hat sich so gelohnt, die Runde. Oh mein Gott. Das haben wir so gut hinbekommen. Jetzt können wir alle Hypercharges einfach nehmen. Axe-Sprout, egal. Ey, ey. Geil. Ich hab nicht aktiviert. Ich bin so dumm, ich hab den letzten nicht aktiviert. Ich bin so dumm, egal. Okay, mal schauen, was haben wir jetzt? Quest? 4. 4 von 20. Jetzt wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber so wird's was. Es geht wirklich. Ich hasse es nicht. Ich mach mal den Countdown aus. Ist meine Cam auf der falschen Seite, ist egal. Ich geh's rüber. Oh mein Gott, let's go. Junge, wir sind seit 5 Stunden im Stream. Ich kann endlich den Hypercharge freischalten. Wir haben Bass bekommen. Bass ist okay. Bass ist okay. Ich habe auch die Brille direkt. Ich habe direkt den ersten Hypercharge. Auf. Direkt hier. Wir nutzen direkt so schnell es geht den Hypercharge, den ersten. Ach, Junge. Platz. Da. Hypercharge. Zack. Zack, Stunt. Guck mal, im 1 gegen 1, wie ich die weghaue. Ah, oh, nicht ganz. Ah, schlecht. Mann, wir kriegen nur einen Hypercharge bisher. Die Brille hier nutzen. Ah, geht. Hier ein bisschen den Hypercharge wieder aufladen. Die fighten hier sehr gut. Und hier hat den Hypercharge gemisst. Hä? Nein, ich habe nur einen einzigen bekommen. Oh, mehr Cubes. Egal, 5. Oh, sehr, sehr geil. Okay, auf geht's. El Primo. Alles oder nichts. Sind ganz viele Kisten in der Mitte? Nee, die haben sie entfernt. Aber wir kriegen einen Hypercharge hoffentlich außen schon mal. Ich muss dein Profil-Icon gleich mal ändern zu dem Ruhm-Ding. Das sieht cool aus. Oh, endlich, Junge, endlich. So, da ist der erste Hypercharge, Junge. Da ist der erste Hypercharge und direkt wird die reingezogen. Oh, schaut euch das an, das ist schon broken, ne? Das ist schon wirklich broken. Okay, wir brauchen jetzt eigentlich die Kisten, ne? Die werden alle schon geholt haben, weil man da die Hypercharges ja automatisch bekommt. Ich jetzt aber leider nicht. Eigentlich ist es ja schlau zu teamen in der Challenge, ne? Weil an sich hattest du ja eigentlich keinem und kannst nur Hypercharges aufladen, aber. Will ich jetzt trotzdem hier nicht machen. So, ich gehe jetzt einfach Sprout. Tschüss. Ja, was hat der denn jetzt, hä? Ich hab deine Ult unterbrochen damit. Habt ihr es gesehen? Ich hab seine Ult einfach unterbrochen bekommen. So, Hypercharge aufladen. Oh mein Gott. Ah, nicht ganz geschafft. Ich will gar nicht unbedingt das gut einsetzen, wisst ihr? Ich will vor allem halt schaffen, dass ich direkt den nächsten Hypercharge wieder aufladen kann hier. Oh! Komm. Let's go! Hypercharge! Ich habe ihn nicht gedrückt! Sag jetzt nicht, dass ich nicht. Ich hätte eigentlich 3 kriegen müssen, habe ich nur 2 bekommen.
Hab nicht gedrückt, bin ich dumm. Egal, 8 von 20 damit, komm. Leute, Basketball ist einfach zurück. Grüne Wiesen hier. Und Junge, wie random ist das denn? Marak einfach. Junge, Marak ist einfach hier online, der mir immer beim Pushen hilft. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und hier auch an die anderen Jungs, die hier reingejoint sind spontan. Und damit spielen wir zum ersten Mal seit, ich glaube, 1 oder 2 Jahren mal wieder Basketball. Absolut geiler Modus mit den Körben hier. Wir haben auch einen sehr guten Team mit, natürlich jetzt im Team mit Marak. Und ich hatte gerade ziemlich Connection-Probleme, also hoffentlich... Nee, Digga. Ich wollte gerade sagen, es darf nicht direkt hier der Kill sein. Ist Mord ist gut für den Modus? Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, was so Meta ist. Ich glaube, Tanks sind ganz gut, Tank-Killer sind auch ganz gut. Ich spiele den Ball jetzt mal hier rüber. Oje, Fang. Eventuell Marak? Nee, oje. Oder? Ah, nicht ganz. Auf jeden Fall sehr, sehr wilder Modus. Ist hier schöner Double Kill von uns. Auf jeden Fall. Sehr geil. Jetzt kann ich auch den... Oh ja, Junge, das ist richtig gut. Man kann halt einen Dreier erzielen von außen. Das ist halt die Sache. Wenn ich jetzt halt irgendwie gut wäre. Vielleicht. Oh mein Gott, hä? Das ist gut gewesen. Das war... Oh, ist der Hyper-Charge von Bibi auch. Das war richtig stark. Das war richtig, richtig stark. Sehr, sehr geil. Ja, auf jeden Fall wesentlich besser als die Runde gerade eben. Da hatte ich die ganze Zeit Disconnects. Ich weiß nicht, ob ich es kurz reinpacken werde, aber wahrscheinlich eher nicht. Sehr, sehr stark. Und ich habe Marak auch in mein Team gepackt. Das war auch schlau. Marak halt... Ah! Okay, Sekunde. Das war jetzt wieder nicht so gut. Oh, und Junge, 3 zu 3 jetzt damit. Ich bin mal gespannt, wie auch gleich Rofanflucht noch laufen wird. Ich weiß gar nicht, was zuerst... Oh, nee. Das war richtig schlecht von mir. Mann, es war so gut gespielt zuerst, Marak. Oh je, Marak ist nicht gut in Basketball, müsst ihr wissen. Marak. Oh mein Gott. Ist vorbei bei 5 Punkten. Es ist vorbei. Ich habe bei 6 Punkten wäre vorbei. Ja, Marak Starspieler. Ich war auch nicht schlecht, aber das Ende war schlecht. Und damit die allererste Runde Trophäenflucht. Ist Miko eine dumme Entscheidung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Miko in Solo-Showdown so ziemlich der beste Brawler ist. Aber ich kann ja diese Bots das wahrscheinlich ziemlich schwer killen, schätze ich mal, ne? Das ist so die Sache. Ich habe keine Ahnung, wie das laufen wird. Das ist auch hier gegen 10 richtige Spieler. Ich muss eigentlich eher dieses... Ach, ich kann auch Kisten holen. Ich habe Angst, dass wenn ich Kisten hole, dann irgendwie sterben werde auch. Guck mal, hier ist ein Bell. Ist das okay? Das ist okay. Habe ich die Star Power für Kisten genommen? Wieso macht 4000 Schaden auf den Kisten, hä? Bin ich verwirrt irgendwie, egal. Ich habe die falsche Star Power genommen, ich habe die für Kisten genommen. Aber es ist eigentlich okay, weil es gibt ja auch hier einige Kisten. Vielleicht war es gar kein Fehler. Eventuell war das sogar ziemlich geil. Ich jump jetzt mal hier hin sogar auf Safe. Damit jetzt hier keiner treffen kann. Und oh mein Gott, ich habe 3 Cubes. Junge, ich bin so gespannt. Also der Teleporter öffnet sich erst bei den nächsten 3 Kills. Sieht man schon mal, ne? Das hat man jetzt hier schon mal gesehen. Ich habe jetzt die minus eine Trophäe über meinem Kopf. Ich muss halt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Slow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dass ich Miko genommen habe. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt auch krass gefokust werden, natürlich. Ne, ist halt irgendwie klar. Oh mein Gott. Junge, nein. Die gehen alle auf mich jetzt. Ey, Junge, was machen die denn? Ja, come on. Ja, die gehen jetzt zu dritt auf mich. Das ist halt... Bro... Deswegen spiele ich halt auch nie mit... Was ist mit der Piper gerade los? Hä? Seht ihr das auch? Was? Also was ich gerade sagen wollte, deswegen spiele ich halt normalerweise in die Zuschauerrunden, Junge. Die sind zu dritt auf mich gelaufen. Digga, was ist das? Was ist das? Okay, ist aber wenigstens trotzdem ein Highlight fürs Video. Was ist das denn, Junge? Ich muss mal screenshotten, hä? Junge, was? Hä? Wie hoch? Was? Wie tanzt der denn? Es wird immer besser einfach. Okay, wer hat erst bis 17? Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr wild gewesen. Okay, komm, wir müssen mal eine gute Runde hinlegen. Also das Problem ist halt, wenn ich so gefokust werde, halt, ja, sehr, sehr schwierig natürlich. Ich denke, am schlauesten ist wirklich zuerst auf die Kisten zu gehen. Jetzt haben wir direkt einen Cube hoffentlich. Schau mal, der muss doch da... Ja, ich wollte gerade sagen... Oh mein Gott. Der muss doch da sein, wenn der Bot da hinläuft. Oh je. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich entkomme. Okay, sehr gut. Marak macht hier den Job. Das Ding ist, ich hätte vielleicht mehr auf Shelly oder so setzen sollen, sogar wegen den Büschen, ne, zum Nachhinein eigentlich, aber ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall aufpassen. Ja, Marak. Junge, Marak ist total auf Aggression, hä? Ja, ne, Digga, ich werde wieder total gefokust. Ich kann es eigentlich nur hier gleich wegulten. Ich muss es hier gleich wegulten, jetzt. Junge, ich werde so gefokust, das ist abnormal. Guck mal jetzt hier, Marak. Was ist los mit ihm? Oh mein Gott. Ja, ist halt schwierig. Hier ist nur eine Willow, okay. Junge, Marak ist so los! Digga! Ich will einfach nur einen Hypershot, bitte. Da kann ich es auch noch nicht hochladen, direkt nach dem Stream. Oh mein Gott, endlich ist die Quest zurück. Ich mach kurz den Timer hier aus, sonst nervt der. Aber wir lassen einfach laufen für den Push. Okay, auf geht's. Ich hab so lange gewartet. Ich brauche, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel ich noch brauche.
Nein, nein, ich brauche doch nicht mehr nur einen Hyper-Charge. Die sind lost! Die sind total lost! Easy! Erster Hyper-Charge. Wieso haben die sich den Hyper-Charge nicht genommen? Es geht weiter. Die checken euch nicht, dass der Hyper-Charge in den Kisten ist. Let's go. Let's go! Direkt der nächste Hyper-Charge für Cordelius. Es muss es einfach klappen. Komm. So, zack. Zack. Nice. Ist egal, ich will eigentlich gar nicht den killen. Ich will einfach nur jetzt hier den nächsten Hyper-Charge noch aufladen. Wenn es irgendwie gehen würde. Ach! Junge. Sind irgendwo noch Kisten außen? Stimmt, jede Kiste enthält einen Hyper-Charge. Aber zwei... Irgendwer hat einen Hyper-Charge liegen lassen. Oh, noch besser. Noch viel besser, ey. Sehr geil. Das sind die letzten zwei. Hyper-Charge aktiviert. So, jetzt, wir killen ihn jetzt einfach nicht. Und dann hoffentlich nochmal einen Hyper-Charge an ihm auf. Das ist gerade der Plan. Oder komm, wir killen ihn einfach trotzdem. Oder ich glaube jetzt... Einfach die nächste Runde reinstarten, bevor es hier noch länger dauert. Zack, mal die Ulti. Und auch seine Ult nicht einsetzen. Let's go. Gewinn! Ey, gewinn! Gewonnen! Wie auch immer. Sehr geil. Okay, ich mach kurz die Cam aus. Ich will endlich diese Quest schaffen. Ich habe so lange drauf gewartet. Sieht man es gar nicht, oder? Doch. 11 von 20. Noch 9. Let's go. Ich spiele die ganz schnell jetzt. Nein! Nein! Nicht schon wieder. Ich habe so lange drauf gewartet. Ja, nicht Bra, aber wieso ist das eingestellt? Nein! Die haben es wieder rausgemacht! Das gibt's doch gar nicht. Leute, wir haben einfach die Hyper-Charge-Quest nicht zurückbekommen. Es kommt einfach nicht zurück. Und dafür haben wir jetzt als Entschädigung direkt ein gratis Hyper-Charge und einen legendären Startup bekommen. Es ist unfassbar. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Erst alles verbuggt und jetzt gratis. Es ist so geil. Okay, dann erstmal jetzt hier abholen. Legendärer Startup zuerst. Bei euch auch nicht geöffnet, oder? Nein, und dann habe ich auf einmal beides auf einmal bekommen. Ja, jetzt haben wir es. Gratis legendärer Startup. 1000 Münzen. Egal, und noch den Hypercharge. Wie geil ist das? Jetzt muss es eigentlich Cordelius sein. Muss ihn euch mehr kaufen. Oh mein Gott. So was hat es auch noch nie gegeben, oder? Das ist jetzt wahrscheinlich random, aber eigentlich muss es dann Cordelius sein. Da ist es. Da ist es. Ey, das ist so geil, dass sie das gratis einfach so raushauen. Einfach hier nochmal Hyperladung gratis. Cordelius freigeschaltet. Wie geil ist das denn bitte? Also, dass sie das gemacht haben, finde ich richtig geil. Oh mein Gott, okay, sehr, sehr geil. Ich bin schon auf 55.000 nämlich gepusht, schau dich an. Hier, ich war übel fleißig. Das ist schon gut. Gib mir auch einen mythischen Drop gleich. Kann ich auch zwischendrin einsammeln? Nee, geht nicht, okay. Beginnen wir ganz unten. Niedrigste Belohnung. Die Powerpunkte kann man jetzt auch skippen, wurde mir gesagt. Wir testen es mal direkt bei der nächsten Belohnung. Weil die haben immer so lange gedauert, die Belohnung. Kriegen wir auch noch einen nächsten Fame-Rang? Vielleicht. Mal schauen. Oh ja, da hat man immer abwarten müssen, bis diese Powerpunkte-Animation durchgegangen ist. Es hat so unfassbar lange gedauert. Hat mich richtig abgefuckt. So, Münzen kriegen wir. Der 50 Credits. Ich freue mich vor allem auf den mythischen Drop. Und vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, unseren nächsten Ruhmrang zu erreichen. Den müssen wir mir direkt ins Profil einfügen. Sekunde, stimmt. Hier, Kampfkarte. Na, der erste Ranglisten-Season. Hier. Ah, so sieht's aus. Ich will vor allem einen guten Rang hier kriegen. Man kann entweder hier Ruhm aktivieren oder Ranked. Ah, mal schauen, was ich dann davon aktivieren werde auf Dauer. Wenn ich einen guten Ranked-Rang bekomme, ist Ranked eigentlich cooler. Dann kriegen wir hier Credits. Wir gehen schon mal Richtung Ruhm hier. Hälfte geschafft. Ich will auf jeden Fall das Ende vom Trophäenfahrt erreichen, als neues Ziel für dieses Jahr. 70.000 Trophäen ja jetzt. Ist total realistisch jetzt für mich. Ich meine, ich komme auch neue Brawler raus, da muss ich gar nicht so viel pushen. Ist total geil eigentlich. Wieder Powerpunkte. So, fast am Ende. Ist wieder ungewohnt. Das ist einfach mein richtiger Account, auf dem ich gerade wieder Trophäenfahrtbelohnung abholen kann. Geil. So, wir haben hier ein bisschen verloren, weil ich ja meinen Edgar droppen musste für ein Video. Und damit, der mythische Startup. Das ist ein geiler Startup. Das ist nämlich der für die 55.000 Trophäen. Wir öffnen den mythischen Startup und wir kriegen... Ja, Bro, 200 Powerpoint, was ist das denn? Mal Credits wenigstens. Also sorry, aber was ist das denn gewesen?